Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Vivecraft. Endlich mal wieder. Ach, wie oft habe ich das schon gesagt? Aber diesmal meine ich so. Die letzte Zeit ist so furchtbar stressig irgendwie, auch arbeitstechnisch immer 18, 19, 20 Uhr zu Hause, dann noch weiterarbeiten, Tassen nicht gesehen, noch Sachen auf der Platte irgendwie, wenn man mal zu einer Aufnahme kommt. Muss man ja noch nachbearbeiten und so, jetzt auch die letzten Aufnahmen mit dem Richard. Habe ich mir ja ein bisschen mehr Mühe gegeben, mal mit dem Zusammenschneiden. Da kann man dann auch ewig mit rummachen, wenn man halt nicht die Professional Tools zur Verfügung hat. Ne? Ich mache da ja mit so Software rum, die ist jetzt vielleicht nicht so furchtbar benutzerfreundlich, aber naja, soweit funktioniert das für mich ganz gut. Aber mal gucken, wie lange ich das noch durchhalte damit. Wie dem auch sei. Jedenfalls, ich bin endlich mal wieder dazu gekommen, jetzt eine Aufnahme zu starten. Und ich wollte euch zunächst einmal zeigen, was ich hier zwischen den Aufnahmen irgendwann vor, ich weiß nicht, einer Woche oder mehr noch gemacht habe. Ich habe ein kleines bisschen weiter gefarmt hier an XP und ein paar Bücher habe ich verzaubert, wie ihr hier seht. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich da genau alles rausbekommen habe. Aber wir könnten eigentlich mal gucken, dass wir, naja, dass wir uns irgendwie was Schönes damit machen. Und dann würde ich gerne mal damit eine kleine Runde in den Nether gehen. Ich würde nämlich mal mich gern im Nether umschauen, ob wir da nicht, naja, ein bisschen was sammeln könnten, ne? So ein bisschen Lohn oder so, oder Blazes heißen die auf Englisch, brauchen wir früher oder später sowieso, und lieber früher als später, ehrlich gesagt. Moment, was habe ich denn hier überhaupt? Ich habe hier den ganzen Krempel von den Monstren natürlich. Ich lade das hier erstmal ab, würde ich sagen. Boah, haben wir viele Pfeile. Das ist natürlich auch hervorragend, weil, naja, guck mal hier, da haben wir gar nicht so ganz kaputte Bögen. Die könnten wir uns eigentlich auch mal nehmen und uns da ein oder zwei craften, ne? Hier können wir ja, die können wir ja zusammenbauen. Und genau, da kriegen wir neue Bögen raus. Ist jetzt vielleicht, naja, also ich meine, ein Bogen ist jetzt nicht so furchtbar teuer, ehrlich gesagt. Aber wenn wir den schon geschenkt kriegen, oder fast geschenkt kriegen, halt für ein bisschen Experience, die wir ja sowieso zu Genüge haben. Dann nehme ich den einfach mal mit und dann können wir vielleicht uns im Nether hoffentlich relativ effizient verteidigen. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. So, was nehmen wir denn mit? Also sowas hier, ja, weiß ich nicht. Lassen wir erstmal hier. Das müssten wir früher oder später vielleicht mal rüber transportieren zu unserem Lagerhaus, ne? Aber naja, for the time being lasse ich die Sachen einfach mal hier. Das Lapis können wir hier einpacken. Wo war denn die Input-Kiste? Das war hier, ne? Lassen wir den Lapis mal hier für den Zaubertisch, ne? Und, ja, genau. Und das hier, das sind auch noch Mob-Drops, die lasse ich mal hier. Ja, Gunpowder haben wir auch, ja, doch, haben wir reichlich. Da könnten wir eigentlich auch mal wieder irgendwie eine größere Sprengaktion vielleicht mal machen in so einer Höhle oder sowas. Vielleicht finden wir dabei ja noch was Schönes, ne? Boah, ja, so ein paar Diamanten wären auch gut. Apropos, ich glaube, ich hatte hier irgendwo auch Fortune mit dabei, oder? Oder kommt es mir nur so vor? Flame, Mending, Smite? Ne, weiß ich nicht, vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Oder ist hier was drauf? Fortune, hier. Hier ist nämlich eine Fortune Pickaxe mit Efficiency 3 auch noch. Die ist eigentlich ziemlich geil. Also mit sowas könnte man halt mal nach, ne, nach Diamanten graben gehen oder so. Ich glaube, ich nehme die mal mit. Wir nehmen die einfach mal mit nach Hause. Falls wir irgendwo Diamanten finden oder so, dann können wir die damit zerlegen. Natürlich wäre es jetzt ein bisschen schade darum, auch, ja, sie hat zwar Efficiency, das heißt, wir können schnell damit graben, aber die jetzt so für größere Aushebearbeiten irgendwie zu verbrauchen, das wäre natürlich schade. Aber wenn wir Diamanten finden, können wir die halt damit zerlegen. So, ein besseres Schwert, das nehme ich einfach mal. Was soll der Geiz? Genau, und was haben wir hier sonst noch? Was könnten wir uns denn noch Schönes machen? Efficiency 3 ist natürlich schön. Hier so ein bisschen Protection oder so. Könnten wir eigentlich auf irgendein Rüstungsteil mal drauf machen. Sharpness, na, da haben wir jetzt ja ein gutes Schwert. Das passt schon, würde ich sagen. Ja, gut, Sharpness könnte man sich natürlich vielleicht noch zusätzlich drauf machen. Können wir gleich mal ausprobieren. Feather Falling hätte ich gern auf meinen Schuhen. Und warum bin ich denn so am Zittern? Bin ich irgendwie
Guckt euch das an. Ist ja unglaublich. Bin ich irgendwie geschwächt oder was? Ich habe doch eigentlich gut gegessen. Ne? Das kann eigentlich nicht sein. Power, Protection, Projectile, Protection, ja. Ach so, haben wir hier schon mal. Ja, gut. Dann sind wir gegen Projektile sehr gut geschützt dann. Also relativ gut. Ist natürlich auch schön. Mending. Ja, Mending. Das ist eine gute Frage, auf was wir das eigentlich drauf machen wollen. Das müssten wir auf irgendwas machen, von dem wir wollen, dass es nicht, ne, dass es quasi immer repariert wird, wenn wir damit kämpfen, zum Beispiel. Dann kriegen wir ja, wenn wir Experience aufsammeln, beziehungsweise das der Gegenstand, der wird dann repariert, ne, wenn wir Experience aufsammeln und der Gegenstand Reparatur benötigt. Infinity würde ich natürlich gerne mal auf einen Bogen drauf machen. Andererseits, wir haben jetzt hier so viele Pfeile erstmal, deswegen lasse ich das vielleicht zunächst einmal. Looting könnte man sich natürlich auch auf irgendwas drauf machen, um ein bisschen mehr Krams zu kriegen im Kampf. Aber, boah, weiß ich nicht, ob das jetzt zwingend notwendig ist. Oder kriegt man dann total tolle Sachen im Kampf? Ich weiß es nicht. Was können wir denn hier auf das Schwert noch drauf machen? Können wir denn da zusätzlich noch Sharpness drauf machen? Können wir mal ausprobieren. Dann haben wir ein Schwert mit Knockback, Unbreaking und Sharpness. Das klingt doch ganz gut. Dann haben wir, genau, Rüstungsteile. Gucken wir mal eben. Machen wir zum Beispiel mal auf die Chestplate hier die Schuhe für Featherfalling und vielleicht auf den Helm oder so. Da gibt es wahrscheinlich auch bessere und schlechtere Strategien, die Sachen jetzt darauf zu verteilen, aber ich weiß es nicht. Power, na gut, Power wird da verloren gehen, ne? Da haben wir nur Projectile Protection, naja gut. Machen wir es einfach mal, ach komm, was soll's. So, und dann haben wir Featherfalling, das nehme ich. Und auf den Helm können wir auch noch Projectile Protection machen, ne? Projection, ja. Genau. So. Und dann sind wir schön am Leuchten wie ein Weihnachtsbaum, fast komplett jedenfalls. Ja, auf die Leggings, auf die Hosen, können wir uns da noch irgendwas drauf machen? Power, was heißt denn Power eigentlich? Ist das was für den Kram hier? Warte mal. Ich bin natürlich wieder komplett ahnungslos, nee, scheinbar nicht. Könnten wir theoretisch, ja, auf einen Bow zum Beispiel können wir Power drauf machen. Sollen wir das mal machen? Einfach mal so einen geilen Bogen. Ach komm, was soll's. So. Und jetzt ist der hier, ne? Der wird schon bröckelig hier, unser Amboss, aber macht ja nichts. Mending Infinity. Okay, ich glaube, dass. War es erstmal, ja, das ist hier alles für offensiv, ne? Dann machen wir uns ziehen wir uns unsere Hose wieder an. Und ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg. Komm, wir gehen jetzt einfach mal, machen jetzt einfach mal eine Session im Nether. Ich habe jetzt hier schon so lange wieder rumgemacht. Ich will ja noch irgendwas erleben, ne, an diesem Tag. Oh, ich war schon echt lang nicht mehr in VR, bestimmt so 2 Wochen. Das ist wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber auch irgendwie schön. Finde ich gut. Und ich hab mich immer noch nicht getraut, hier runter zu jumpen. Ich weiß. Ich habe allerdings auch immer noch die Insel da unten nicht irgendwie gepimpt. Zurecht gehackt, zurecht geschnitten, zurecht geschaufelt. Deswegen traue ich mich da immer noch nicht so, ne? Seht ihr ja, also wenn wir hier so, runterfallen würden, ja, das könnte sogar, ja. Das könnte problematisch werden, ne? Wenn man da von dieser Ecke runterspringt, dann könnte man die Insel durchaus streifen. Und das möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Einen Moment. So, okay. Dann machen wir uns mal auf den Weg nach Hause. Wenn wir das denn noch finden. Aber doch, das müsste noch möglich sein. Das sollten wir gerade eben so hinkriegen. Ah, ja. Boah, ich habe ja irgendwie im Moment ein bisschen zu viele Sachen laufen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich habe ja noch mit Dings angefangen, mit City Skylines und ich wollte auch noch Sachen in BeamNG und in Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades zeigen, schon seit Ewigkeiten, aber ich komme nicht dazu. Ne? Ich komme ja überhaupt nicht dazu, mit hier die Sachen zu machen, die jetzt irgendwie schon länger laufen und eigentlich auch, du meine Güte, und eigentlich mal, naja,
Priorität haben sollten, sage ich mal. Aber ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Ich hoffe mal, dass... Ach ja, genau. Hier war ja noch ein Upsi, ne? Da haben wir ja letztens die Wand unten ja, hübsch gemacht, sage ich mal, behaupte ich einfach mal. Und hallo Hund, und da ist ja Sand runtergekommen und das habe ich hinterher in der Aufnahme erst gemerkt, dass wir da ja noch was korrigieren mussten. Müssen wir mal kurz gucken, wo haben wir denn hier, wo ist denn hier das Zeug? Ich finde mich hier überhaupt nicht mehr zurecht. Genau, Sand habe ich zu Stone gelegt. Ne? Das sind ja im Wesentlichen kleine Steinchen, dachte ich mir so. So war zumindest die Idee. Hat ja einigermaßen geklappt, dass ich das hier wieder, dass ich das assoziieren konnte. So, dann machen wir hier mal ganz kurz Reparatur-Action. Komme ich da ran? Ja, super. Naja, jedenfalls, ich hoffe, dass die nächste Zeit irgendwie wieder ein bisschen ruhiger wird und dann, dass ich ein bisschen mehr Zeit finde, ein bisschen was mit euch zu zocken. Das täte mir sehr gefallen. Ein paar Tage Urlaub wären auch schön. Ja, mal schauen, ob sich da was ergibt. Ja, Rotten Flash können in die Drops. Die Drops. Brauchen wir 2 Bögen? Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Nehmen wir mal. Hier ganz viele Pfeile, die wir dann in der Lava verlieren können. Das, ja, das kann man machen. Holz, Iron, Bone. Warum habe ich die Bones mit? Ich habe keine Ahnung. Ja, die gute Hacke, die will ich auf jeden Fall hier lassen. Hier machen wir mal Tools. Ja, Diamond ist auch schön. Hätten wir eigentlich auch auf die Diamond machen können, ne? Hätten wir auf die Diamond machen können, Fortune. Aber andererseits, also bei den, mit den enchanteten Büchern und so, da mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen. Da können wir uns jetzt so viel farmen. Das mache ich dann einfach mal ab und zu zwischen den Folgen. Da, ja, kriegen wir schon wieder irgendwann Fortune raus, will ich einfach mal schwer hoffen. Ja. Genau, so, das nehme ich mit, das ist eine gute Sache. Soll ich noch irgendwie hier ein, genau, Crafting Tables haben wir jede Menge, dann nehme ich mal einen mit. Können wir uns da irgendwie in den Nether stellen, vielleicht beim Portal oder sowas, so eine kleine Basis einrichten. Bett brauchen wir allerdings nicht unbedingt, ja. Flint, ich nehme mal zur Sicherheit ein Feuerzeug mit, ich weiß nicht, also eigentlich ist unser Portal da ziemlich gut geschützt im Nether. Aber ich habe halt immer so ein bisschen Angst, dass wenn da jetzt irgendwie ein Ghast ist und der uns das Portal ausschießt, dann weiß ich gar nicht, was wir machen würden. Sind wir dann da gefangen oder wie ist da die Mechanik? Keine Ahnung. Da kann ja Blödsinn passieren, ne? Und dann sitzt man da fest. Naja gut, sterben geht natürlich immer. Ja. Aber kann man ja auch vermeiden, wenn man kann. Ja, gut, ich würde einfach mal sagen, gehen wir einfach mal gucken. Gehen wir einfach mal ganz spontan los und schauen mal, was da so passiert. Oh, guck mal hier, wie schön das leuchtet. Vielleicht sollte ich mich erstmal umgucken, dass hier nicht gleich was auf uns fällt. Hübsch, hübsch sieht das aus. Hier ist ein bisschen dunkel, oder? Habe ich das schon mal gesagt? Weiß ich nicht, aber kommt mir gerade ein bisschen dunkel vor hier. Es könnte schon gut passieren, dass hier irgendwas uns, ne? Ja, von hinten begrüßt. Okay. Ja, ich weiß, das Portal ist natürlich in der anderen Richtung. Ich, ja, also, ach so, ja, gut, hier kann man natürlich auch durch. Ich dachte jetzt eben daran, da einfach durch das Loch oben durchzujumpen zum Portal. Aber hier ist natürlich der eigentliche Weg dazu, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber ich wollte hier mal kurz gucken, ob es hier, weiß ich nicht, ob es hier was Neues gibt. Können wir mal kurz uns ein bisschen umschauen, warum nicht? Wenn ich den Weg denn hier noch finde, ja. Hier geht's nur wieder zurück, ne? Hier war nix. Oh, guck mal hier. War das schon immer so? Tropft was runter. Okay. Wo ging's denn hier in die eigentlichen Höhlen? Wo ist denn hier die eigentliche Höhlen-Action? Hier ist irgendwie nix. Nö. Eher nicht. Was mache ich hier wieder für einen Blödsinn? Wow, was war das für ein Effekt? Krass. Ist das neu? Habt ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das eben gesehen habt, aber ich... wow, ich habe da so ein Wabern vor den Augen. Seht ihr das? Das ist, boah, ist ein bisschen irritierend. Das soll das Wasser wohl sein, das man vor den Augen hat. Aber es ist ein bisschen krass. Ein bisschen übertrieben. Aua. Mensch.
geht's denn hier? Ich bin hier komplett verloren, ne? Was ist das denn? Wir auch mal runtergebuddelt, war? Offensichtlich. Ja, genau. Ich erinnere mich ganz dunkel. Wir haben hier mal versucht, irgendwie in die Schlucht zu kommen. Aber das war offensichtlich nicht so von Erfolg gekrönt. Gibt's denn hier noch irgendwas Interessantes? Boah, ich hätte so gern ein paar mehr Diamanten, ne? Aus Gründen, schon aus, allein aus Gier, hätte ich ganz gern mal ein paar Diamanten. Auf welcher Höhe sind wir eigentlich? Oh, ich sollte hier auch mal peaceful ausmachen. Ich bin auch so ein Held. Hatte ich natürlich eben an bei der Monsterfalle, damit es da nicht so laut ist, ne? Hier wollte ich mal kurz gucken. Level 12, wow. Krass. Dann kann man hier ja tatsächlich was finden, fast schon. Hier müsste dann entsprechend 10 sein, oder? Ich stand da ja eben noch ein bisschen höher. Ach komm, wir machen mal so eine ganz kleine Höhlensession hier. Eine ganz, ganz kleine. Versprochen. Seht ihr noch was? Ich hoffe es. Das ist auch so unterschiedlich von Gerät zu Gerät, an dem man die Videos abspielt, ne? Also ich habe da schon teilweise Geräte, auch so Mobilgeräte vor allem gesehen. Da sieht man irgendwie absolut überhaupt nichts. Ich höre ja auch irgendwo Wasser links neben mir. Glaube ich jedenfalls, dass es links ist. Da sieht man praktisch absolut überhaupt null, obwohl es im Video eigentlich durchaus noch, ich sag mal, um es technisch auszudrücken, Helligkeitsinformationen gibt, die ungleich null ist. An manchen anderen Monitoren, irgendwie am Rechner oder so, sieht man das doch durchaus noch ganz gut. Boah, aber es hängt natürlich auch sehr, sehr stark davon ab, wie der eigene Monitor eingestellt ist. Ich habe da gerade letztens, weil ich da so ein bisschen, ja, ganz grob in der Richtung arbeite, habe ich mir aus der Arbeit so ein Kalibrierungsgerät, so ein Farbkalibrierungsspektrometer ausgeliehen, mit dem man unter anderem halt seine Monitore durchmessen kann und idealerweise auch ein entsprechendes Kalibrierungsprofil rausrechnen lassen kann, so ICC-Profile. Kennt vielleicht oder sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Die werden auch dafür benutzt, um zum Beispiel die Farbkalibrierung nicht nur am Monitor, sondern auch von Druckern und so oder zwischen Monitor und Druckern und Scannern und Projektoren und so weiter vorzunehmen, dass eben die Farbwahrnehmung am Monitor und an den entsprechenden anderen Geräten gleich ist. Und ja, da habe ich auch erstmal gemerkt, wie furchtbar unkalibriert und inkorrekt meine Monitore eingestellt waren. Andererseits habe ich gemerkt, was für eine Qual es ist, diese ICC-Profile einerseits zu generieren und andererseits zu verwalten. Das ist vor allem, wenn man noch mehrere Monitore hat und mehrere Betriebssysteme und so weiter, ist das eine ziemliche Katastrophe. Also zumindest war meine Experience damit jetzt nicht so furchtbar positiv. Aber der Grund, warum ich das jetzt sage, ist, dass es da halt extrem viele Stellschräubchen gibt und auch noch mehr, die, oh, guck mal hier, warum habe ich die Spitzhacke nicht mitgenommen, die Fortune-Hacke. Jedenfalls, da gibt es halt noch viel mehr Stellschräubchen als jetzt nur irgendwie Helligkeit und Kontrast, ne? Jeder Monitor ist da anders. Schon allein die physischen Eigenschaften von jedem Monitor sind anders. Und naja, wenn man es richtig machen will, dann muss man die halt eigentlich kalibrieren, obwohl das halt ein ziemlicher Pieter ist, muss man schon sagen. Ja, aber das führt dann eben dazu, dass man auch jetzt als Content Creator, wenn man irgendwie Videos macht oder Fotobearbeitung und so weiter, dass man sich halt absolut überhaupt nullinger darauf verlassen kann, wie das dann hinterher auf den Geräten des Nutzers hinterher aussieht. Ne? Jo,